Leute, wir stecken alle in einer toxischen Beziehung mit unserem Smartphone. Warum das so ist und wie du es besser machen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Wir Menschen sind soziale Wesen und sind zu 100% geprägt von den Menschen, mit denen wir uns umgeben. Nicht umsonst sagt man, wir sind das Durchschnittsprodukt der 5 Menschen, mit denen wir am meisten Zeit verbringen. Nun, mittlerweile verbringen wir aber mehr Zeit mit unserem Smartphone als mit irgendeinem Freund an sich. Von daher sollten wir aufpassen, dass diese Beziehung positiv ist. Und da gibt es leider ein paar Studien, die zeigen, dass bei falschem Konsum es nicht so gut aussieht. Wenn wir uns die komplette Menschheitsgeschichte anschauen, dann sehen wir, dass wir uns technologisch unglaublich weiterentwickelt haben. Und diese Entwicklung hat auch dazu geführt, dass wir dieses Organ viel besser nutzen können. Denn nachweislich ist unser Intelligenzquotient seit Jahrzehnten immer weiter am Ansteigen. Im Jahr 1900, als die ersten Intelligenztests gemacht wurden, bis zu dem heutigen Tag, kann man fast sagen, dass der IQ um 3 Punkte pro Dekade angestiegen ist. Und das ist ein großartiger Effekt, unter anderem auf verbesserte Nahrung, verbesserte Bildung und natürlich auf verbesserte Technologie zurückzuführen. Dieser Anstieg der Intelligenz über den Zeitraum ist als Flynn-Effekt in der Psychologie eingegangen, benannt nach dem Politologen und Professor James Flynn. Leider musste er 2017 seine Aussagen darüber zurücknehmen. Warum? Weil seit einigen Jahren es so ist, dass die Durchschnittsintelligenz von uns Menschen immer weiter zurückgeht. Und seine Hypothese dazu ist, dass wir durch den übermäßigen Einsatz von Medien unser Gehirn vernachlässigen, es umprogrammieren und es sozusagen dazu führen, dass es degeneriert. Eine Folge von unbegrenzt zugänglicher Technologie ist der Google-Effekt. Dadurch, dass wir immer auf Informationen zugreifen können und sie immer abrufen können, denkt unser Gehirn, Mensch, ich brauche die doch gar nicht mehr hier drin zu speichern, sondern ich habe ein externes Gedächtnis und das ist das World Wide Web. Dementsprechend merkt es sich Informationen nicht mehr, sondern weiß einfach nur, was ich für Schlüsselbegriffe bei Google eingeben muss. Da ist aber ein Problem bei komplexen Zusammenhängen. Denn immer dann, wenn du die Sachen nicht alle im Kopf hast, musst du neue Informationen im Arbeitsgedächtnis speichern. Das bedeutet, du musst dich gerade daran erinnern, weil es nicht im Langzeitgedächtnis ist. Leider ist diese Kapazität aber sehr stark begrenzt. Und wenn du verschiedene Dinge im Kopf behalten musst, hast du nicht mehr so viel Kapazität, um diese Sachen miteinander zu verknüpfen. Und wenn dann vielleicht noch eine dritte, eine vierte oder fünfte Sache, die du nicht verinnerlicht hast, dazukommt, bist du heillos überfordert. Du hast das Gefühl, du kannst es nicht. Dabei müsstest du nur verschiedene Sachen wie beispielsweise Mathe besser üben, dir einprägen und dadurch internalisieren. Und dann kannst du die Sachen im Arbeitsgedächtnis abrufen und dann besser damit umgehen und Zusammenhänge verstehen. Punkt 2 ist der Sägeblatt-Effekt. Der besagt, dass du immer wieder, wenn du in deinen Tätigkeiten unterbrochen wirst, du dich gar nicht richtig konzentrieren kannst. Sachen, die dein Gehirn wirklich fordern, in die du dich reindenken musst, brauchen manchmal bis zu 25 Minuten, um hier vorne Klick zu machen. Erst danach wirst du fähig, die Sachen nach und nach zu verstehen. Nun, jetzt schauen wir aber 80 bis 90 Mal am Tag auf unser Smartphone. Das bedeutet, alle 10 bis 15 Minuten sind wir unterbrochen. Bedeutet wiederum, wir müssten uns jedes Mal, nachdem wir mit dem Smartphone in Kontakt gekommen sind, uns neu unseren Fokus, unsere Konzentration und unseren gesamten Hirnschmalz auf ein Problem wieder neu ausrichten. Und natürlich haben wir dann das Gefühl, dass wir es nicht schaffen, obwohl wir stundenlang an Aufgaben sitzen, diese auch wirklich zu lösen. Wir auch, weil unser Gehirn einfach falsch benutzt wird. So ein Problem hatte ein Coaching-Teilnehmer von mir. Er war nicht fähig, Volkswirtschaftslehre zu verstehen. Dementsprechend haben wir beide einen Vertrag gemacht und er musste sich hinsetzen, jeden Tag 25 Minuten, ohne auch nur auf sein Smartphone zu schauen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und nach einer Woche war er auf einmal fähig, jede Aufgabe, die er sich anschaute, zu verstehen, weil sein Gehirn auf einmal trainiert wurde und durch Neuroplastizität sind neue neuronale Netze entstanden und er ist auf einmal fähig geworden, alles zu begreifen, was er vorher nicht begreifen konnte. Was passiert, wenn dein Smartphone klingelt oder einen Ton von sich gibt? Nun, du bist in heller Aufregung und in Erwartung, vielleicht ist es ja was ganz, ganz Spannendes und was Wichtiges. Diese Erwartung ist aber auch eine Art innerer Stress. Wenn du diesen Stress aber alle paar Minuten hast, schafft es dein System nicht mehr runterzufahren. Dadurch ist dein Körper die ganze Zeit im Alarmmodus und schafft es nicht mehr runterzufahren, weil du ja alle paar Minuten drauf schaust. Und du suggerierst deinem Gehirn, da ist Gefahr. Es könnte andauernd was Neues reinkommen und dementsprechend sind alle Sinne gespitzt. Nur, wenn du
den ganzen Tag alle Sinne spitzt, dann hast du überhaupt keine Energie mehr, wenn es wirklich darauf ankommt und dein Gehirn schafft es nicht mehr runterzufahren. Nun, wir wissen aus vielen Studien heraus, dass wenn du unter Stress stehst, du überhaupt nicht lernen kannst. Dementsprechend bist du überhaupt nicht aufnahmefähig, neue Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten, gar denn zu speichern. Dementsprechend kannst du auch unter richtigem Stress, und zwar Smartphone-Stress, nicht schlauer werden. 80% aller Deutschen schauen als erstes morgens auf ihr Smartphone und es ist das Letzte, was sie anschauen, bevor sie abends ins Bett gehen. Es scheint, als ist man in einer verrückten Beziehung und es ist das Wichtigste auf der Welt. Das ist aber vollkommen irrational und unnormal für dein Gehirn. Warum? Weil dieses Licht deinem Gehirn suggeriert, dass gerade Action an ist und du solltest noch nicht einschlafen. Dementsprechend ist deine Melatoninproduktion in deinem Gehirn noch nicht aktiv und wird unterbrochen, weil es denkt so, hey, ich schaue gerade in ganz viel Licht, vor allem in blaues Licht. Das bedeutet, ich darf noch nicht schlafen. Dementsprechend fährt dein System auch gar nicht runter und du legst danach stundenlang im Bett und kannst nicht einschlafen. Und was machst du stattdessen? Ein Buch zu lesen? Nein, du schaust wieder auf dein Smartphone und beginnst diesen Prozess von neuem. Nun, wir wissen aber, dass Schlafen unglaublich wichtig ist und dass wir vor allem nachts in unserem Gehirn ganz, ganz viele Prozesse ablaufen haben lassen, die dafür sorgen, dass Informationen miteinander verknüpft werden und natürlich Informationen ins Langzeitgedächtnis abgespeichert werden. Wenn du das Gefühl hast, immer müde zu sein, wenn du nachts schlecht schlafen kannst, hat das zu 99% etwas damit zu tun, dass du einen übermäßigen Smartphone-Konsum hast. Wenn du ihn reduzieren würdest, würdest du merken, du würdest besser schlafen und deine Gedächtnisfunktion, deine Gehirnfunktion würden massiv davon profitieren. Eine der intensivsten Erfahrungen meines Lebens war ein Tandem-Fallschirmsprung. Nicht nur, weil ich vorher so fokussiert war und so viel Schiss hatte, dass ich nur auf den Boden geguckt habe, dass ich fast bei dem Flugzeugeinstieg in den Propeller reingelaufen wäre. Nein, hinterher auch dieses Runterspringen war so bahnbrechend und diese 45 Sekunden freier Fall einfach runterzufliegen und mit 200 Stundenkilometer gen Erde zu sausen war einfach so brutal gut, dass mein Körper danach stundenlang noch Glückshormone produziert hat, dass ich rumgelaufen bin wie ein ewig grinsendes Glücksbärchen. Nun, was war passiert? Mein Gehirn hat ganz viel Dopamin ausgeschüttet. Dieser Neurotransmitter ist dafür zuständig, dass wir oftmals so Hochs erleben und so Ekstasemomente, wenn wir was Verrücktes und Intensives machen. Das wird auch angesprochen, wenn du Drogen nimmst oder aber auch, wenn du intensive Erfahrungen gemacht hast, beispielsweise beim Sex, beim Fallschirmspringen, aber auch ein gewisses Runner's High, wenn du ganz lange unterwegs gewesen bist und joggen warst. Und genau in diesen Momenten, wo diese intensiven Erfahrungen passieren, wird dein Gehirn mit Dopamin geflutet und du kannst dich dein ganzes Leben daran erinnern, wie großartig das war. Gleichzeitig ist alles andere, was davor und danach passiert wird, weniger interessant. Nun, ein gleicher Mechanismus tritt aber dabei ein, wenn du ganz viel in den sozialen Medien unterwegs bist. Jedes neue Bild könnte unglaublich aufregend und cool sein und du kannst ein Bild nach dem anderen dir anschauen. Und das Ganze ist unglaublich verrückt. Während du normalerweise ein oder zwei Fallschirmsprünge machst oder ein oder zwei Stunden joggen willst, kannst du jetzt den ganzen Tag an deinem Smartphone hängen und dein Gehirn wird mit Dopamin geflutet. Damit du davon aber keinen Schaden wirst und du eine Homöostase hast in deinem Gehirn, das bedeutet eine ausgleichen und nicht so viel ausgeschüttete Hormone hast, gleicht sich das wieder an. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn du 2 Stunden am Smartphone gehangen hast, ist es gar nicht mehr so schön, sondern du musst erst 4 Stunden am Smartphone rumhängen. Gleichzeitig ist es aber so, dass im Vergleich zu diesem Smartphone alle anderen Erlebnisse gar nicht so intensiv sein können. Überleg mal, vorher kannst du in einer Sekunde tolle Strandbilder ansuchen. Du kannst danach den lustigsten Witz der Welt anschauen. Danach schaust du dir ein Drohnenflugvideo an und danach guckst du deine Lieblings-YouTuber zu, wer irgendwelche Spiele spielt. All das kannst du innerhalb von 5 Minuten wechseln und vielleicht sogar gleichzeitig machen. Auf der anderen Seite hast du dann ein Heft und da willst du was draus lernen. Das ist aber nur monoton und eintönig. Vorher wurde da mal Dopamin ausgeschüttet. Jetzt auf Basis deiner Homöostase hat sich dein Dopaminausschüttungsniveau, dass überhaupt etwas passiert, so weit hochgeschoben, dass hier unten diese monotonen Tätigkeiten überhaupt kein Dopamin mehr erzeugen, sondern erst dadurch, dass du stundenlang dein Smartphone benutzt. Dementsprechend hast du auch keine Lernfreude. Und ohne Lernfreude wirst du dich nicht dran setzen, etwas zu tun. Und wenn du nichts tust,
Kannst du auch nicht schlauer werden? Nein, dein Gehirn verkümmert. Die praktischen Auswirkungen kannst du davon sehen. Es ist kaum jemand mehr fähig, 90 Minuten am Stück an einer Vorlesung zuzuhören. Warum? Es spricht ja nur eine Person über das gleiche Thema. Mann, wie langweilig ist denn das überhaupt? Früher war das total normal, aber jetzt fällt es mir selber sogar schwer, weil ich ja auch mit Smartphone-Sucht zu kämpfen habe. Und erst dadurch, dass man das erkennt und mit dem Smartphone sinnvoller umgeht, kann man da auch gegensteuern und dementsprechend auch langfristig wieder mehr Lernfreude entwickeln, wenn man wirklich lernt und nicht nur kurzzeitig tausende von Informationen einmal durchs Bild fliegen lässt, ohne sich die zu speichern, zu merken oder auch irgendetwas mit denen anzufangen. Ein weiteres Problem sind so Menschen wie mich, Content Creator. Wir werden durch Plattformen wie YouTube, Instagram, Facebook, TikTok dazu angehalten, euch so lange am Bildschirm zu halten, dass diese Plattformen ganz, ganz viel Geld verdienen. Das bedeutet, wir müssen nicht nur so guten Content machen, dass wir sagen können, hey, ein Video ist so spannend und danach könnt ihr euch wieder ausholen. Nein, wir müssen dafür sorgen, dass ihr auch das nächste und das übernächste und das überübernächste schaut. Erst dadurch ist der YouTube-Algorithmus zufrieden und pusht deine eigenen Videos. Das heißt, es ist egal, wie gut der Content ist, den ich mache, sondern es geht einfach darum, nur dich bei der Stange zu halten. Und das heißt, dass ich in einem riesen Dilemma stecke. Wenn ich euch jetzt sage, hey, legt das Smartphone an die Seite und ihr klickt jetzt sofort an dieser Stelle weg, würde der Algorithmus mich absolut bestrafen und dafür sorgen, dass dieses Video an niemanden verteilt wird. Und ganz ehrlich, ich habe da noch keine gute Lösung gefunden. Wie soll man damit umgehen? Weil ich möchte ja, dass es euch gut geht und gleichzeitig euch mit Inhalt versorgen. Vielleicht habt ihr da eine Idee, schreibt es auch mal in die Kommentare und ich freue mich darauf, mit euch darüber zu diskutieren. Die wichtigste Sache, die wir durch die Smartphone-Nutzung wirklich verlernt haben, ist Langeweile auszuhalten. Für die meisten von uns ist es unglaublich schwierig, nur bei 10 bis 20 Sekunden nicht auf sein Smartphone zu gucken, an einer Bushaltestelle zu stehen, in der Bahn zu sitzen und einfach mal bei sich zu sein. Warum? Das fühlt sich irgendwie komisch an. Das war aber für die meisten Leute früher zu 100% normal. Gleichzeitig ging es den Menschen damals auch besser. Denn wenn man immer gleich auf sein Smartphone schaut, dann hat man überhaupt keine Zeit, sich mit sich selber, seinen Problemen, seinem Körper und seinem Alltag auseinanderzusetzen. Vielmehr flüchten wir dann in eine andere Welt. Warum? Weil es ja sofort gut tut. Und das ist ein ganz großes Problem. Auf der einen Seite merken wir so nicht, wenn bei uns irgendwas nicht stimmt, weil wir es die ganze Zeit verdrängen. Und auf der anderen Seite sind wir nicht mehr fähig, Langeweile auszuhalten. Und genau diese Langeweile brauchen wir unbedingt, um kreativ zu sein. Denn erst wenn dein Gehirn einfach wild assoziiert, mal Pause machen kann, mal rumsitzt auf dem Balkon, sich einen Kaffee nimmt, ein Bier oder ein Wasser und dort einfach mal zur Ruhe kommt, hast du auf einmal die genialsten Ideen. Und dein Gehirn einfach mal frei assoziiert. Kannst. Und ganz ehrlich, auch wenn das am Anfang super weh tut und ungewohnt ist, mit der Zeit gewöhnt man sich wieder dran und es gibt tatsächlich ein Leben auch ohne Smartphone und das ist super wichtig und das könnt ihr mir glauben, mir fiel es am Anfang auch super schwer, es einfach mal wegzulegen. Aber mehr und mehr genieße ich das und mittlerweile bin ich viel, viel kommunikativer geworden, weil ich gemerkt habe, dass es viel schöner ist, mit Menschen direkt zu kommunizieren, als via WhatsApp, als via an einer Sprachnachricht, denn nur hier sieht man und fühlt man die Leute und man merkt, wie stark man mit ihnen verbunden ist. Und deswegen glaube ich auch wirklich, kann man sagen, man hat eine toxische Beziehung mit seinem Smartphone, weil man dann seine Familie und seine Freunde oftmals viel zu sehr vernachlässigt. Im Endeffekt verbringen wir mittlerweile online pro Woche über 80 Stunden. Das sind 2 Vollzeitjobs, die wir haben und die wir dann nicht in Kommunikation mit unseren liebsten Freunden und Bekannten verbringen. Und das ist unglaublich schade. Dementsprechend gehe ich jetzt erstmal zu der Liebe meines Lebens, drücke hier einen Schmatz da drauf und freue mich, wenn wir beim nächsten Video gemeinsam Strategien finden würden, wie wir noch besser unseren Smartphone-Konsum regulieren können, um endlich mehr Lebensfreude zu haben und endlich wieder schlauer zu werden und nicht dümmer.